Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Wir pinseln uns die Welt, so wie sie uns gefällt. Ja, eine weitere Episode mit mir. Ich bin die Angela von Elfen und Helden, ja, der kreative Kopf, der dahinter steht. Und ich bin ein Vorzugshändler von Dixiwell hier in Deutschland. Hallo meine liebe Sabine. Ich wollte dich schon längst kontaktiert haben, ich habe aber die Woche so wenig Zeit gehabt. Ja, aber wir sprechen noch. Ich verspreche es dir. Hi, mein Schatz. So, ganz herzlichen Dank, dass ihr da zuschaltet. Wenn ihr reinschaut, sagt bitte Hallo und von wo ihr zuschaut. Wie gesagt, ich bin Vorzugshändler für Dixiwell, führe unter anderem auch IOD und Would You Bend, so diverse Geschichten. Das seht ihr auch in unserem Stück, woran wir jetzt heute Abend arbeiten werden. Die Seite hier, die habe ich schon auf der englischen Dixiwell-Seite gemacht und wollte eigentlich ganz gern mit euch oder euch zeigen, wie man diesen Layered-Effekt, diesen Aged-Effekt hinbekommen kann. Und wie gesagt, wie ich schon in dem Announcement geschrieben habe, das ist also auch wirklich für, ja, für Neueinsteiger und so weiter ein super easy Projekt und das macht riesig viel Spaß, wer mit Farben arbeitet. Hallo, mein Hase. Wie gesagt, wenn ihr dazuschaltet, sagt mir Hallo und von wo ihr zuschaut, auch wenn ihr Replay schaut, bitte einfach Hashtag Replay in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr dabei gewesen seid. Ist auch ein bisschen wichtig für mich, wenn ich mich hier hinstelle und das für euch mache. Ich meine, es macht mir riesig Spaß, aber ich freue mich halt trotzdem, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen. Wenn ihr Fragen habt, bitte auch gerne in die Kommentare, auch beim Replay. Ich versuche es während des Lives zu beantworten und komme auch später rein. Also wenn die Kommentare, die scrollen dann immer hoch. Wenn ich es nicht direkt sehe, vielleicht einfach nochmal reinschießen. Wie gesagt, ansonsten komme ich später dann nochmal rein. So, vom Farbprojekt her, ich zeige euch mal, da ist noch ein bisschen Woody Band dran, das seht ihr hier. Da habe ich gestern auf der Woody Band Seite noch mit dran gearbeitet. Also ganz viel Fun-Geschichten da dran. Aber wie gesagt, heute werden wir erstmal mit Farbe arbeiten. Wenn noch Zeit ist, machen wir noch ein bisschen mehr, aber wir schauen einfach mal. So, ich habe mitgebracht in meinem Köfferchen. Als erstes habe ich Midnight Sky. Midnight Sky ist fast schwarz, aber nicht ganz schwarz. Ich wollte es nicht so, ja, ich wollte halt einfach kein Tiefschwarz haben. Ich habe dabei Sommel Gravy, was ist so ein bisschen so ein gräulicher Ton, gräuliches Weiß, ein bisschen dunkler, so ein Aged Weiß. Ich habe mitgebracht das French Linen von Dixiwell. Ja, das ist auch so ein bisschen, ja, ein schöner Leinton, auch ein bisschen gräulich. Hallo Birgit, danke fürs Zuschauen. Die Birgit, die war schon auf der englischen Seite mit dabei. Heute haben wir es dann nochmal für unsere deutschen Freunde, für die, die das Englisch nicht so gut verstehen, dass die halt auch ein bisschen mitbekommen, was wir so alles machen. Ich drücke dich zurück, Sabine. Und weil so ganz ohne Farbe geht es bei mir dann doch nicht, haben wir noch das Barn Red. Ja, das ist halt einfach so ein schönes Farmhaus Rot. Der Barcard ist spannender als ein Tatort. Naja, ich habe schon gedacht, ich darf gar nicht so viel von dem Rot verwenden, sonst sieht es aus, als wäre einer um die Ecke gebracht worden. So, Pinsel. Für diesen Effekt verwende ich jetzt nicht meine super guten Pinsel, die synthetischen Pinsel von Dixiwell, sondern ich verwende die Premium Chip Brush von Dixiwell. Das ist wie gesagt eine Chipbrush, aber sie hat synthetische Borsten. Ist auch schön dick, das seht ihr, wenn ihr so euch von vorne anschaut. Und damit kann ich so ein bisschen diese Pinselstriche hinbekommen, in Anführungszeichen, weil die Dixiwell-Farben, gerade Mineralfarben von Dixiwell, sind selbst nivellierend. Das heißt, unbeabsichtigte Pinselstriche, die gleichen sich dann wieder aus. Also das heißt, wenn ihr welche haben wollt, muss man so ein bisschen ja, dran arbeiten, dass man die überhaupt hinbekommt. Aber wir schaffen das. So, und dann kommt zum Schluss noch ein Transfer oben drüber von ein Orchid Designs. Das ist das Ephemera. Finde ich super schön und ich finde, das passt total zu diesem, ja, Teewagen, Bar-Gedönse, keine Ahnung, wie man das Ding bezeichnen mag. Und der war sowieso ziemlich ja, ramponiert und so weiter. Also deswegen, da passt dieser Look wunderbar dazu. So, dann
drehen wir das Ganze mal um. Ich tue mal meinen Kaffee an Seite. Und arbeiten an der Rückseite. Möglichst ohne alles umzuschmeißen. Und die ist nämlich noch komplett unbehandelt. Und was ich mit diesem guten Stück vorher gemacht habe, ich habe es natürlich gründlich gereinigt, wie alle Projekte, an denen wir arbeiten. Ich kann mal gucken, dass ihr das auch alles seht. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger sehen, aber viel wichtiger ist es ja, dass ihr das Projekt im Auge habt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne in die Kommentare. Ja, okay, dann legen wir mal los. Die Farben habe ich hier. Statt dem Midnight Sky zum Beispiel könntet ihr auch wunderbar das Coffee Bean von Dixie Belle nehmen, was ein ganz dunkles Braun ist. Sieht auch super schön aus. Aber ich trinke meinen Kaffee, ich male den nicht so gerne. Ich bin eher so die Schwarze. Also Schwarz ist so meine Lieblingsfarbe sozusagen. Hallo Daniela, schön, dass du dabei bist. Okay, Mischen. Die Kreidemineralfarben von Dixie Belle, wer sie noch nicht kennt, sind umweltfreundlich, auf Wasserbasis, ganz hoch pigmentiert. Ihr braucht wirklich ganz wenig Produkt. Und erstmal schön mischen, damit sich auch alles gut vermengt. So, da haben wir unser Midnight Sky. Ich mache sie gleich mal alle auf, dann haben wir das Sawmill Gravy. Wenn ihr den nicht so ganz aufbekommt, doch geht. Einmal auf den Boden aufstampfen. Das passiert nämlich immer, ich versuche mich immer daran zu erinnern, die Farben nicht zu schütteln, sondern zu rühren. Weil wenn ihr sie schüttelt, habt ihr das am Deckel und im Zweifelsfalle, wie ihr das hier seht, I am a messy painter, I am sorry. Dann ist es halt immer ein bisschen schwierig, den Deckel dann nachher wieder abzubekommen. Deswegen, wenn ihr das vermeiden wollt. So, und die Farben, die sind halt auch so ein bisschen dickflüssiger. Seht ihr hier. Und sind auch geruchsneutral. Ich als alter Allergiker Fred habe damit auch null Probleme. Das French Linen. Hey, das ging jetzt aber mal gut auf. Das rühren wir uns auch noch ein bisschen. So, und das Barn Red, da komme ich gleich dazu. Wer mir eine Zeit lang folgt, weiß ganz genau, hi Patricia, dass ich manchmal so ein bisschen schusselig bin und dann fällt schon mal was um und fliegt was auf den Boden. Und wenn die Farben, wenn der Deckel nicht sofort aufgeht, dann kann man die Farben halt mit dem Deckel so auf den Boden aufschlagen. Funktioniert wunderbar, aber ich bin irgendwie so anscheinend Miss Muscle und habe dabei den Deckel zerstört. Ja, deswegen ist mein Barn Red ohne Deckel, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Die steht mittlerweile, weil ich natürlich nicht jede Woche mit Barn Red streiche oder male oder irgendwas, habe ich hier jetzt einfach eine Plastiktüte drüber und mit einem Gummiband fixiert. Und so steht sie jetzt also bestimmt schon seit 2 Monaten und trotz allem kann man die Farbe noch gut verwenden. Also an alle die, weil die Frage kommt immer mal auf, wie lange die Farben haltbar sind und so weiter. Also das ist wirklich... Die halten eine Ewigkeit. Und selbst wenn sie ein bisschen eingedickt sein sollten, da die auf Wasserbasis sind, könnt ihr die einfach mit ein bisschen Wasser wieder geschmeidig machen. Im Prinzip das gleiche Prinzip, wie wenn ihr, einen Ombre-Effekt macht und das mit Wasser so ein bisschen geschmeidig macht. So, jetzt müssen wir das mal alles so ein bisschen hier parat stellen, wie ich das brauche. Ich habe für jede einzelne Farbe einen Pinsel. Und bei dieser Layer-Technik brauche ich auch keine Mr. Bottle, also keine Sprühflasche, sondern ich verwende den Pinsel im Prinzip trocken und mit wenig Farbe. Und ja, ich zeige es euch am besten. Lava Palava. Machen wir die Pinsel auf der anderen Seite, das war wieder klar. Schwuppdiwupp.
Ihr seht, also auch meine Premium Chip Brushes von Dixie Belle, die sind schwer in Gebrauch. Ja, also wenn er die gut pflegt, halten die tatsächlich ewig. Und reinigen tue ich die, habe ich auch bei mir im Sortiment mit der Pinselseife von Da Vinci. So, wir fangen an, oder ich fange an mit Midnight Sky. Wie gesagt, ihr könntet auch Coffee Bean dafür nehmen. Ist auch eine ganz tolle Farbe, die damit funktioniert. So, ich habe jetzt erstmal den Stick abgeschleckt, wollte ich gerade sagen, aber mit dem Pinsel abgezogen. Hallo Kerstin, schön, dass du dabei bist. So, und jetzt fange ich im Prinzip an mit so einem... Oder sollen wir mit dem Beinchen anfangen? Fangen wir mit dem Beinchen an? Na, wir fangen mit dem Beinchen an. Wir fangen mit dem Beinchen an, weil da ist, ja, da fange ich, da sollte der untere Teil ein bisschen dunkler werden. Das heißt, da lege ich jetzt erstmal das Midnight Sky auf. Und wie gesagt, hier geht es überhaupt nicht um das perfekte Finish, sondern das darf durchaus Pinselstriche haben und ja, ein bisschen unregelmäßig sein. Also da sind wir völlig entspannt. Deswegen ist es halt auch ein tolles Projekt für alle Neueinsteiger, das mal auszuprobieren und einfach auch mal ein Gefühl für die Farben zu bekommen und ja, wie viel Farbe ihr auf dem Pinsel braucht, wie fest ihr aufdrücken müsst und einfach zum Rumspielen und egal, was ihr damit macht, das sieht am Ende einfach total cool aus. Also das ist völlig total klasse. So, wenn ihr Fragen, sehe ich Fragen? Nee, ich sehe noch keine Fragen. Wie gesagt, alle Fragen gerne in die Kommentare. Und ich komme dann auch später dazu und schaue die mir an, ob ich irgendwas während des Lives verpasst habe, beziehungsweise wenn ihr es jetzt wirklich direkt beantwortet haben wollt. Weil wenn die Kommentare hochgelaufen sind, dann sehe ich nichts mehr davon. Einfach dann nochmal reinschießen. Und für alle die, die mir noch nicht folgen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr rüber zu meiner Seite geht. Die habe ich ja oben in der Beschreibung drin. Wenn ihr da einfach mir ein Like da lasst und die Glocke aktivieren, dass ihr halt auch die Info bekommt, wenn ich live gehe. Ich mache viele Lives in Englisch. Deswegen bin ich im Deutschen manchmal auch so ein bisschen am Rumstottern, weil mir dann irgendwie die deutschen Begriffe fehlen. Im Englischen fehlen mir die englischen Begriffe und im Deutschen fehlen mir die deutschen Begriffe. Das ist manchmal... Daniela, Workshop ist absolut in Planung. Im Augenblick habe ich da noch ein bisschen ein räumliches Problem und weiß nicht so ganz, wo ich das unterbringen soll. Aber es ist in Planung. Eventuell mache ich sowas sogar virtuell, also dass wir uns online treffen. Und ja, ich bin aber überlegen, wie wir das am besten hinbekommen. Aber mit dieser ganzen Covid-Geschichte und so weiter ist es einfach alles noch ein bisschen kompliziert. So, nächste Premium Chip Brush. Und jetzt komme ich, weil die Beinchen, die werden in Sommel Gravy und in Midnight Sky gestrichen. So. Immer wenig Farbe drauf und ihr seht, das ist ja ein richtig dunkles Holz. Wie wunderbar diese Farben halt auch decken. Also es fasziniert mich jedes Mal wieder, weil das einfach total klasse ist. Also mit zwei Schichten seid ihr da wirklich gut im Rennen. Und wie gesagt, immer wenig Farbe am Pinsel. Ihr könnt immer ein bisschen nachladen. Ich sage mal, weniger ist mehr. Hat nämlich auch den Vorteil, dass die Schichten einfach schneller trocken sind und es schneller dann auch wieder weitergeht. So. Und jetzt kommen wir zu dem Barn Red. Nächster Pinsel. Wo ist er? Da ist er.
Jetzt kommen wir zu dem Barn Red. Da brauchen wir das French Linen noch nicht. Und da, ich nehme es mir auch mal von diesem Stick ab, weil ich natürlich so viel wie möglich oder nichts verschwenden will. Das, was ich jetzt hier von dem Stick runternehme, das reicht mir, glaube ich, völlig aus. Also zumindest ist es dann auch nicht verschwendet. So, und jetzt schicke ich das Barn Red noch ins Rennen. Und bestimmt. Und einfach nur ganz, ganz leicht, ganz, ganz wenig, weil wie gesagt, ich will nicht, dass das Teil nachher aussieht, als wenn einer abgestochen wäre. Das macht nicht immer den besten Eindruck, wenn man Gäste hat. Und wirklich mit ganz leichten Pinselstrichen hier drüber gehen. Und kaum die Oberfläche berühren. Und einfach nur, ich will einfach nur dieses Barn Red so ein bisschen da drin haben. Weiß nicht, ob man das, ja doch, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Ja. So ist das geplant. Und es ist nach wie vor, es ist der erste Anstrich. Der ist für mich generell überhaupt erstmal, um zu sehen, mag ich die Farben so, bleibe ich dabei, mache ich irgendwas anders. Aber wie gesagt, ich habe es auf der anderen Seite schon gemacht und ich finde den Effekt echt total cool. Ich finde das richtig schön. Weiß nicht, was ihr denkt. Findet ihr es auch schön? Wenn ihr es schön findet, würde ich mich über ein paar Herzchen freuen. Oh, da sehe ich jemanden, der noch gar nicht Hallo gesagt hat, oder? Hast du schon Hallo gesagt? Nein, hat sie nicht, die das Herzchen geschickt hat. Aber Dankeschön, meine liebe Undine. So, der anderen Seite im Prinzip genau dasselbe. Mal gucken, dass ihr alles im Blick habt. Genau. Fangen wir auch wieder unten an mit unserem Midnight Sky. Habe ich schon. Guten Morgen. Alzheimer lässt grüßen. Das ist, wenn man die ganze Zeit am Quasseln ist. Und ja. Okay, und dann hier oben noch das Sawmill Gravy. Bevor ich mit den Lives angefangen habe, wusste ich gar nicht, wie viel ich erzählen kann. Manfred wirft mir das immer noch vor, weil ich normalerweise eher so über andere erzählen lasse und an für sich der bessere Zuhörer bin als Erzähler. Aber man lernt ja nie aus, ne? Das ist so auf seine alten Tage. So. Trotz allem, mit dem Midnight Sky muss ich noch mal ein bisschen daran. Da habe ich nämlich die hintere Seite nicht gemacht. Soll natürlich rundherum gehen, das Beinchen. Aber auch darf es früher oder später machen. Bei dem Effekt. Nichts ausschlaggebend. Und jetzt auch wieder ganz, ganz wenig. Gehe ich mal in die Dose rein. Streift es auch ab. Das ist auch mit dem Grund, warum die Deckel bei mir immer so ein bisschen kleben, weil ich immer aus der Dose oder meistens aus der Dose arbeite, wenn ich mit den kleineren arbeite. Und ups, Bob ist ja alles einreißen. Und auch wieder einfach nur ganz zart, kaum die Oberfläche berühren. Wie gesagt, das ist so eine Technik. Ihr könnt auch, wenn ihr ja sowas noch nie gemacht habt, einfach ein Holzbrett nehmen und ein Stück Pappkarton und selbst sowas, wenn jetzt so ein Ausrutscher nach da unten ist, ist überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, erstens ist es der erste Coat und zweitens kommen da noch ein paar Schichten drüber und das passt für diese Art von Look, den ich erreichen will, wunderbar. Wie gesagt, da gehen wir nachher sowieso noch mal drüber. So, erste Schicht lasse ich so, darf jetzt erstmal trocknen. Jetzt kommen wir hier an unsere Pfannseite und da, das macht jetzt auch noch so richtig Spaß. Morgen. Okay. Auch hier fange ich mit dem
Midnight Sky an. Im Prinzip ist es egal, in welche Richtung ihr arbeitet, weil es wird sowieso übereinander gelagert. Wenig Farbe auch hier, damit es zwischendrin auch gut trocknet und ganz ja, feine Aufstriche. Erstmal so ein bisschen Grundschicht. Kaum Farbe am Pinsel. Ist auch nicht schlimm, dass ich hier ein bisschen was von dem Sauvignon Gravy von den Weinchen mitnehme. Das wird nachher eh gleich alles überstrichen. Ja, schon mal so ein bisschen. Und durch dieses Layern von den Farbschichten tun wir gleichzeitig auch Struktur aufbauen. Weil, wie gesagt, diese Kreidemineralfarben, da sind halt diverse Partikel halt auch drin. Die haben auch diesen. Ja, diesen, wie will man es nennen, so eine raue Oberfläche, ist nicht so rau wie andere Kreidefarben. Die Kreidemineralfarben von Dixie Belle sind relativ smooth, aber die haben trotz allem diesen etwas raue Oberfläche. So, jetzt komme ich mal mit meinem mittleren Ton, mit dem French Linen rein. Und generell ist es bei, also jetzt bei diesem Projekt für mich so, dass ich definitiv mit einer helleren Farbe zum Schluss aufhören möchte, weil, wie gesagt, dieses Transfer oben drauf soll. Und das Transfer ist ja in Schwarz gehalten, dass man das halt auch erkennt. So, also auch hier ganz wenig Farbe dran. Wo sind wir? Da sind wir. Okay. Ganz wenig Farbe dran. Das Midnight Sky ist noch ein bisschen feucht, das macht aber nichts. Und auch jetzt wieder ganz leichte Pinselstriche und jetzt gehe ich in verschiedene Richtungen. Und zwar einmal horizontal und dann nochmal vertikal. Und einfach ja, so Stellen, wo ich denke, wo ich das hinhaben möchte, wird es einfach aufgetragen. Das sieht erstmal ganz fürchterlich aus. Ihr habt gesehen auf der anderen Seite, der Schlusseffekt ist trotz allem relativ cool. Also macht euch keine Sorge, dass es erstmal ja, komplett messy und schmuddelig ist. Das gehört einfach dazu. So, Sommel Gravy. Ich nehme jetzt einfach mal, ohne weiter Farbe aufzunehmen, gehe ich da jetzt mal ran. Auch hier horizontal, vertikal. Andere Stellen, ein bisschen mehr Farbe mag ich haben. Wenn es so juicy ist, weil irgendwie an der Stelle hier jetzt, auch das macht nichts, das verteilen wir nämlich alles. Kriegen wir den Effekt hin, den ich hier eigentlich vorhabe. So, bisschen mehr Sommel. Ihr könnt es zwischendrin auch trocknen lassen. Ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn es zum Teil so ein bisschen sich vermischt und zum Teil wirklich diese Striche zu erkennen sind. Das unterstreicht eigentlich so diesen rustikalen Charakter und na. So. Trotz allem mag ich immer noch ein bisschen von dem Barn Red da drin haben. Ich nehme den Pinsel jetzt so, wie ich ihn an den Beinchen gehabt habe. Ich tue erstmal nichts weiter bei. Auch hier. Ihr seht, es reicht im Prinzip aus. So, das ist die erste Schicht. Die lasse ich, glaube ich, so. Mehr will ich da gar nicht machen. Und wie gesagt, das Prinzip bei dieser Art ist einfach, dass ihr das Ganze layert. Das ist schon wieder trocken hier. Beinchen ist noch ein bisschen feucht. Ich nehme jetzt gerade mal meinen Heißluftföhn. Wenn ihr am Streichen seid, lasst die Farben
am besten in Ruhe trocknen. Die Kreidemineralfarben von Dixie Belle trocknen riesig schnell, braucht ihr euch ja, gar keine lange Zeit für nehmen. Ich nehme jetzt halt den Heißdruckföhn, weil ich sag mal, 5 Minuten sind hier einfach 5 Minuten zu viel. Ja, ich mag vorankommen. Okay. Bisschen laut, Kollege. So, das sollte erstmal reichen. Die Beinchen lassen sich noch ein bisschen mehr trocknen. Ich mache einfach mal hier oben weiter, denn auch jetzt gehe ich im Prinzip, fange ich wieder an mit meinem Midnight Sky. Da ist schon keine Farbe mehr dran, beziehungsweise schon ziemlich eingetrocknet. Das heißt, ich schnappe mir einfach noch mal so ein bisschen was. Hier kein System. Einfach da, wo ich der Meinung bin, ich will irgendwas abdunkeln oder was. Und da könnt ihr einfach spielen mit Pinseldruck und so weiter, wenn mehr Farbe übertragen wollt oder weniger. Wie gesagt, an dem Pinsel ist so gut wie keine Farbe dran. Ich streife die immer wieder ab. Also wenn ihr den Pinsel von vorne euch anschaut, der ist so gut wie nichts dran. Und dann immer horizontal und vertikal. Den Pinsel immer so im 90-Grad-Winkel zueinander. Und dann seht ihr, wie gesagt, wie diese Pinselstriche so langsam zustande kommen. Dann French Linen. Auch nur ganz wenig. Gravy. Und das könnt ihr im Prinzip wiederholen, so oft wie ihr mögt, bis ihr eigentlich für euch den Effekt erreicht habt, den ihr haben mögt. Und jetzt geht es auch schon so langsam los, dass sich, wo die Farbe trocknet und wir mit diesem, dadurch, dass wir immer ganz wenig Farbe verwenden, das heißt, sie trocknet im Prinzip schon fast, während wir sie aufgetragen haben. Und dann ist halt mit diesen feinen Strichen, die da so bleiben, bilden wir Struktur. Und da bleibt dann auch, wenn wir wieder drüber gehen, die Farbe weiterhin hängen. Red. Schwuppdiwupp. Ups. Nicht zu viel. Einfach noch ein bisschen da rein. Und das wird dann aber, wie gesagt, da bleibt nicht viel von übrig. Das wird dann wirklich abgedunkelt. So, lassen wir jetzt gerade mal ein bisschen trocknen. Gehe dann nochmal ein bisschen an die Beinchen ran. Gleiches Prinzip wie eben. Dann mal die zweite Schicht. Und wie gesagt, auch hier bin ich jetzt nicht daran interessiert, dass das
eine glatte Oberfläche bildet, sondern das kann auch ruhig hier Struktur aufbauen. Normalerweise würde ich für so runde Beine oder so auch einen runden Pinsel nehmen. Damit geht es halt einfach einfacher. Aber für den Effekt ist das hier auch wunderbar. Unten noch die Querstrebe. Das ist dann wohl auch so gedacht, dass hier unten der Alkohol gelagert ist sozusagen. Das ist ich, der Whisky, der Wodka, der Schnaps. Trinkt ihr überhaupt sowas? Trinkt einer Schnaps von euch? Ich könnte, wenn überhaupt, mal mit einem Jackie oder so locken. Ansonsten eher weniger. So. Und dann wieder von oben Salt and Gravy. Hier verwende ich jetzt wirklich nur das ganz helle, das ganz dunkle. Und dann kommt in der Mitte, wie gesagt, auch hier, ich tue ja nichts anfeuchten oder so. Normalerweise würde ich den Pinsel anfeuchten oder das Projekt anfeuchten. Aber da ich hier wirklich Struktur aufbauen möchte und das gerne rustikal erscheinen darf nachher. Doch wieder ausstellen. Ist schon in die Ecke gekommen. Sorry, jetzt habt ihr gerade meinen Schädel im Weg. Der ist jetzt nicht so schön, aber ich muss gerade mal gucken, was ich hier an der Seite mache. So. Okay. Schon gerade gedacht, ich bin zu spät. Alles noch im Rahmen. So, und wie gesagt, zwei Schichten sind völlig ausreichend. Haben wir komplette Deckung. Und insofern. So, in der Mitte kommen wir jetzt wieder mit unserem Barn Red. Tixibel hat unterschiedliche Rottöne. Und das Barn Red ist halt wirklich so ein, ja, so ein Scheunenrot, Scheunentorrot. Ganz leicht, ganz wenig. Also ein bisschen reingefedert werden. Runter. Geht mir auch nicht darum, dass das irgendwie wie ein Ombre-Effekt erscheinen soll, sondern das soll wirklich, ja. Deswegen ist es halt auch für euch so leicht nachzumachen, weil selbst wenn an irgendeiner Stelle ein bisschen mehr Farbe kommt oder bleibt, ist das nach wie vor. Passt das zu dem Gesamtkonzept? So, und nachher um 22 Uhr unserer Zeit bin ich dann nochmal auf der Chalk Paint 101-Seite. Das wird dann wieder in Englisch sein und das wird für mich Premiere, weil ich das erste Mal mit den Silkfarben arbeiten möchte. Die sind ja zum letzten Wochenende reingekommen und ich habe bis jetzt noch keine Gelegenheit, sie auszuprobieren. Und deswegen, das wird eine Premiere. Ich bin mal gespannt, wie die sich bearbeiten lassen. Die sind ja ein bisschen anders als die Kreidemineralfarben und halt auch outdoor geeignet. Insofern finde ich das halt ganz spannend, weil die Kreidemineralfarben sind bedingt für Outdoor. Also die könnt ihr dann zum Beispiel mit dem Gatorhide versiegeln, was der härteste Topcoat ist, aber es ist nicht unbedingt ja, komplett für draußen geeignet. Und das ist mit den Silk All-in-One Mineral Paints ein bisschen anders. Sawmill Gravy von oben, auch hier an den Beinchen. Und auch hier das Weiß, zweite Schicht. Komplette Deckung. Das gibt wenig Farben, mit denen das tatsächlich so gut funktioniert.
Und für mich ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ich bin so ein Allergiefritze, dass ich alles Mögliche nicht vertrage und ein absoluter Indikator bin, wenn da irgendwas drin ist, was vielleicht nicht so ganz in Ordnung ist, dass ich sofort anfange zu blühen, mir die Finger aufplatzen, die Haut aufplatzt und so mit den Sachen, ihr seht, also erstes Mal sehe ich immer aus wie ein Schweinchen, ohne das wäre es ja auch langweilig und wie gesagt, so, auch hier wieder ein bisschen Barn Red. So, im Prinzip, sage ich mal, wäre es wirklich besser, wenn ihr die Farbe so euch so ein bisschen rausnehmt aus dem Topf, weil logischerweise, je länger ihr das Ganze offen lasst, desto mehr kann das halt auch eintrocknen. Ich mache mir meistens nicht die Mühe, wenn sie irgendwann ein bisschen eingedickt sind, dann tue ich einfach ganz wenig Wasser dazu und dann sind sie wieder geschmeidig. Patricia, das ist gut, sehr sympathisch. Ohne das ist es doch die halbe Miete, oder? Ich bewundere immer, auch wenn wir auf der Dixibell-Seite sind, auch ein paar von unseren Ambassadors, wenn ich die Melissa oder so sehe, die ist immer total eine super hübsche Frau, ein super talentierter Künstler und die ist immer wie aus dem Ei gepellt und ich frage mich, wie die das macht. Ich bin eigentlich immer ein Zaus und wenn ich angefangen habe zu malen, sehe ich auch noch gleich aus, als wäre ich direkt in den Farbtopf geplumpst. Also ich weiß nicht, wie andere das machen. Aber so ist es. So müsst ihr mich nehmen, so bin ich. Okay. Dann tun wir noch mal ein bisschen mehr Layern da oben. Wieder wenig Farbe. Und auch hier ist schon nichts mehr vom Untergrund zu sehen. Das ist schon komplett abgedeckt. Mittlerweile auch schon getrocknet an so ein paar Stellen, wo es noch so ein bisschen feucht war. Aber wie gesagt, wenn das so schmiert, passt für mich absolut dazu. Hier oben in der Ecke, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber gehen. Das ist noch nicht so ganz da. Nicht so ganz sorgfältig, aber kriegen immer mehr Struktur da rein. French Linen, nächste Farbe. Und das könnt ihr im Prinzip mit, ja, wenn ihr andere Farben, generell andere Farben verwenden wollt, funktioniert das natürlich auch. Ich habe letztens, wer mein Felygon mit mir verfolgt hat, ich habe noch eine zweite Kommode, die werde ich dann irgendwann im deutschen Bereich sicherlich machen. Da habe ich, sage ich mal, von oben hier rein, die gleiche Technik angewendet, allerdings mit Fun-Farben. Da habe ich Mint Julep verwendet und Flamingo und Mint Julep ist so ein mittelhelles Grün und also nicht so ganz knallig und das Flamingo ist wie die Farbe oder wie die Beschreibung schon sagt. Danke, Daniela, das ist lieb, ganz süß, vielen, vielen Dank. Und ja, das gibt hat auch einen ganz coolen Effekt gehabt. Na, das ist mir jetzt zu nass. Jetzt will ich nicht mehr schmieren, jetzt will ich es ein bisschen trockener haben. Auch da könnt ihr einfach mit spielen, weil auch hier, je dicker der Farbauftrag nachher ist von den Schichten her, desto länger braucht man also ein bisschen, um zu trocknen. Hier seht ihr,
war ich nicht sorgfältig, habe da auch ein bisschen mit dem Midnight Sky bin ich dran gekommen. Auch das ist bei dem Projekt überhaupt nicht schlimm. Das passt alles dazu und es gibt im Endeffekt nachher so den kompletten Charakter. So, jetzt kommen wir. Jetzt seht ihr so langsam, wenn ich jetzt mit dem Pinsel so leicht hier drüber gehe, wie die Struktur aufgenommen wird. Das ist jetzt so langsam die Richtung, wo ich hingehen will. Das heißt, ich werde jetzt noch eine Schicht, denke ich mal, machen. Und dann ist es, also eine Schicht mit allen drei Farben, sage ich mal. Und dann habe ich die Struktur für mich perfekt. Also, sag mal, Schicht ist es ja jetzt nicht wirklich, weil das wirklich ganz leichte Aufträge sind. Farbaufträge. Red. Ihr seht, also wenn wir das so jetzt da drauf klatschen, dann sieht es also wirklich aus, als wenn wir einen abgestochen haben. Ich habe es übrigens auch irgendwann mal geschafft, das Bahnwerk hier komplett auf dem Boden zu verteilen. Und da war es dann auch schon schön dunkel, als wenn die Nachbarn mitten in der Nacht mich beobachtet hätten, wären die wahrscheinlich der Meinung gewesen, okay, nun ist es soweit, jetzt hat es uns in die Ecke gebracht. Okay, gleich antrocknen. Kein Schmieren mehr, sondern jetzt gibt's Struktur. Reicht? Midnight Sky. Und auch hier, es gibt kein System. Einfach, wo ich denke, wo ich es haben will, wo ich was abdecken will. Aber halt wirklich einfach quer. Einmal vertikal und einmal horizontal. Und so kriegt man diese Struktur wunderbar hin. Und es passt auch absolut, wenn es an manchen Stellen einfach so ein bisschen dicker ist. Also wie gesagt, es geht hier null um Gleichmäßigkeit und gerade deswegen ist es halt auch wirklich für jemanden geeignet, der noch nicht so geübt ist mit Pinsel und Farbe. Das könnt ihr wunderbar umsetzen, weil wie gesagt, alles ist erlaubt und alles sieht am Ende einfach nur cool aus. So, letzte Schicht von Sauna Gravy kommt jetzt. Bisschen auch einen Pinsel aufnehmen. Und wie gesagt, der Pinsel ist im Prinzip eigentlich immer fast trocken. Ich habe da wirklich wenig Farbe an. Hi Nina. Glad you made it. It's in German at the moment, but I'm glad you're watching. It's basically the same thing I've done on the Dixabelle page on Tuesday. It's just for our German community. If I would speak Spanish, I would do it in Spanish to you also, but unfortunately, I don't. But I really appreciate you being with me. So, letzte Schicht. Die darf jetzt ein bisschen heller werden, aber wie gesagt, jetzt ist wirklich so dieser Punkt erreicht, wo wir mit den unteren Schichten schöne Struktur aufgebaut haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr, jetzt kann ich sogar fast auch ein bisschen mehr aufdrücken, wenn ich wenig Farbe dran habe, dass die Farbe jetzt auch wirklich an dieser Struktur, die darunter entstanden ist, haften bleibt. Und wie gesagt, da dieses Transfer auch ups, ja, an den Stellen drauf kommt, auch das ist nicht schlimm, das wird auch noch weiter
weiter behandelt. Und hier an den Stellen, da soll wirklich nur noch so ein bisschen von dem Barnred durchschimmern, dass die Farbe so. Was haltet ihr davon? Danke, Undine. So, und jetzt können wir nämlich auch, da habe ich jetzt schön die Farbe schon vom Pinsel runtergenommen, ganz leicht hier unten über unser, wie so ein Drybrush, über unser Midnight Sky, was wir hier unten aufgetragen haben, drüber gehen. Und auch hier, das ist wie so, ja, ich bezeichne es immer gerne als Schmetterlingsküsse. Dass er wirklich nur wie so ein Wimpernschlag ganz zart hier drüber geht. Und dann wird es so an den Ecken, wo der Pinsel vielleicht ein bisschen mehr Berührung bekommt mit dem Projekt. Ups, Deckung. Lange nichts umgeschmissen. Und wie gesagt, der Pinsel, ich habe im Prinzip die Farbe hier oben schon, bin ich sie schon losgeworden. Das heißt, der Pinsel ist fast trocken. Weil ich will es hier unten auch nicht so ganz hell haben. Einfach mal so ein bisschen rustikal aussehen. Das ist aber, wie ihr seht, immer noch genug Farbe dran. Okay, da hinten muss ich noch von der Innenseite rangehen. Das sieht man von der anderen Seite immer ein bisschen besser. So, das gleiche mache ich hier im oberen Bereich. Also hier gehen, dass auch wirklich nur ganz wenig Farbe dran ist. Ganz zart, ganz zart. Immer an Schmetterlingsflügel denken. Kätzchen grunzt im Hintergrund. Und schlafen und träumen. Wie gesagt, kaum Farbe dran. Wenn an so Stellen ein bisschen mehr kommt, macht auch nichts. Passt absolut zum Gesamtkonzept. So, so schaut das Ganze im Endeffekt nachher aus. Und das ist der Plan. Und wie spät haben wir es? 50 Minuten. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Da kann ich jetzt gutes Transfer nachher drüber machen. Ich werde zwischendrin noch eine Schicht von dem Topcoat Satin oder so drüber machen oder den Flat. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich den Flat. Dass da ein Topcoat dazwischen kommt, zwischen dem Transfer und der Kreidefarbe, weil gerade jetzt haben wir viel Struktur aufgebaut und dass es so ein bisschen versiegelt ist und dann nicht so super rau. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr habt Lust, das selber vielleicht mal auszuprobieren. Auch selbst wenn ihr noch keine Erfahrung habt, ganz neu in der Materie seid, könnt ihr damit wunderbar spielen und eigentlich nichts verkehrt machen. Na, also alles andere wie Ombre-Effekte oder so, braucht immer so ein bisschen Übung, aber da ist alles erlaubt und alles sieht am Ende irgendwie gut aus. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei mir gewesen seid heute in meinem, ja, in meinem Wohnzimmer sozusagen in Frankfurt. Und ja, dann sage ich Dankeschön an euch. Nochmal für die, die mich nicht kennen. Ich bin die Angela von Elfen und Helden, Vorzugshändler für Dixiebell Farben. Ich führe Woodyband, Iron Orchid Designs, Da Vinci, Künstler, Pinsel, Posthock Products. Eigentlich so alles, was mein Herz berührt im Kunstbereich. Und
Freue mich, wenn ich euch vielleicht ein bisschen inspirieren kann und würde mich freuen, wenn ihr zu meiner Seite rübergeht und mir ein Like da lasst. Über jeden einzelnen Kommentar, über jedes Herzchen von euch ist ganz, ganz wichtig für mich. Und dann würde ich sagen, entweder sehen wir uns nachher um 22 Uhr auf Englisch nochmal. Entschuldigung, ist auch auf meiner Seite und auch auf der Talkpaint 101 von Dixibel. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch am nächsten Donnerstag wieder mit dabei habe. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao. Macht's gut. Schönen Abend noch. Danke, Patricia. Grüße nach Mannheim auch zurück. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.